Moin Leute, guten Tag oder auch Servus sagen auch viele Leute von euch. Danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal. Kleinvieh macht auch Mist. Heute wird ein unfassbares Video. Wir haben einen riesen Fund gemacht. Ich glaube, den Fund gab es so noch nie auf YouTube, dass jemand sowas gefunden hat. Beziehungsweise ich habe den leider gar nicht gemacht, nämlich Daniel, der alte Videospielexperte, nicht. Aber das Glück sei eben gegönnt. Dazu werde ich euch erstmal gleich was erzählen. Für alle, die neu eingeschaltet haben auf unserem Kanal, Daniel und ich bin Patrick. Wir suchen immer Sachen, günstige Sachen, um sie dann teurer weiter zu verkaufen. Egal ob auf dem Flohmarkt, auf eBay Kleinanzeigen. Zum Beispiel die ganzen Sachen, die jetzt alle im Hintergrund sind, haben wir alle vom Flohmarkt, von eBay Kleinanzeigen. Und das sind einfach Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann. Ja, und die Sachen verkaufen wir eigentlich schnell wieder, um uns gutes Geld nebenbei dazu zu verdienen. Und das zeigen wir euch auf diesem Kanal. Ja, und ihr wisst selber, was wir auf diesem Kanal alles schon gefunden haben, ne? Also wisst ihr noch, den Gameboy habe ich auf eBay Kleinanzeigen hier in der Originalverpackung für 40 Euro bekommen. Ist über 200 wert. Zum Beispiel das Gamecube-Spiel habe ich in so einem riesen Konvolut gekauft für, glaube ich, 60 Euro. Und alleine das Fire Emblem hier oben liegt schon bei 180 Euro. Also es ist wirklich unfassbar, Leute. Aber schön und gut. Es ist nichts wert im Gegensatz zu den Sachen, die heute kommen, die Daniel gefunden hat. Das ist unfassbar. Ich habe vorhin schon gesagt, sowas gab es noch nicht auf YouTube. So einen Fund hatten wir noch nie. Ob wir sowas überhaupt nochmal finden, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie bei jemand anders gesehen, dass er so einen Fund gemacht hat. Ich hoffe, ihr gönnt es uns, feiert das Format. Dann könnt ihr unten hier schon mal den Daumen nach oben drücken. Das wäre mega cool. Wir gucken uns jetzt mal die Sachen an. Daniel war auf eBay Kleinanzeigen unterwegs. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Ich habe mir mal mein schlaues Handy hier geholt. Und hatte irgendjemand angeschrieben, ob sie noch andere Videospiele haben. Also das Typische, was wir halt oft machen, ist halt auch oft unsere Taktik sozusagen. Und dann haben die sich auch erst 2 oder 3 Monate, glaube ich, später erst gemeldet. Und ich blende euch jetzt mal die Screenshots hier ein, dass ihr das mitverfolgen könnt. Ja, hallo, wir haben ein komplettes Super Nintendo Set mit 2 Controllern und K40 Spielen zu verkaufen. So, da dachte man sich, okay, schon mal geil. Da wusste man natürlich noch nicht, dass sich die Spiele alle in OVP befinden. Also richtig krass. Daniel hat es mir dann sofort geschickt. Daniel muss sein Auge muss rausgefallen sein, als er das gehört hat. Und ich sag so, okay, hört sich krass an. Und was haben sie denn so für Spiele? Aber noch haben wir uns da noch nicht so gefreut. Nämlich hat Daniel erstmal gefragt, können Sie mir bitte erstmal Sachen von den Bildern Sprachen lernen, Bubble. Können Sie mir bitte erstmal Bilder von den Sachen schicken? Und dann hat Daniel diese Bilder hier alle bekommen. Und ich dachte so, meine erste Reaktion war, krass Daniel, keine Frage, aber Digga, das werden Händler sein, das werden Sammler sein, die kennen sich mit den Preisen aus, was ja auch absolut gerechtfertigt ist. Dann hat Daniel jedenfalls natürlich gefragt, hat natürlich nicht so getan, als wäre es über die krassen Spiele, sondern fragt dann halt so, ja, was sollen die Sachen denn kosten? Und dann schickt sie ihm einfach diese Nachricht hier auf WhatsApp, die hat ja dann über WhatsApp geschrieben, läuft bei Daniel. Hallo, 225 plus 10 Euro Versand. Und ich dachte so, Daniel, das kann nicht sein, die verarschen uns oder verarschen ihn. Ich konnte das überhaupt nicht glauben. Daniel hat dann auch über PayPal Friends dann natürlich bezahlt, dass das alles sicher ist. Und ja, hier sind dann auch Bilder dabei, wie die das dann verpackt haben. Und ja, den PayPal-Screenshot hier, oder 242 Euro haben die dann am Ende gemacht. Warum haben die 242 Euro gemacht? Wird da bestimmt gleich was dazu sagen. Ja, also ich glaube, wir reden jetzt hier von einem 3000 Euro Paket. Unfassbar. Ja, Leute, ich will gar nicht zu lange labern. Daniel hat sogar ein Gewinnspiel, glaube ich, auch dabei, soweit ich mich erinnern kann. Aber schaut euch die Sachen an. Wir zeigen alle Preise, was die Sachen wert sind. Viel Spaß, ich gebe ab zu Daniel. Ciao, ciao. Danke für deine Überleitung, Patrick. Nun fangen wir aber an, was alles in diesem fantastischen Paket mit dabei war. Let's go. So Leute, kommen wir erstmal zu den Grunddaten. Insgesamt sind es 28 SNES-Spiele, alle in OVP, ein SNES-OVP-Controller und noch was ganz Besonderes. Da bin ich schon extrem gespannt, was ihr dazu sagt. Ich will euch auch gar nicht zu lang auf die Folter spannen und euch die ersten Produkte zeigen. Insgesamt habe ich für alles 242 Euro bezahlt. Das habt ihr auch, glaube ich, schon vorhin bei Patrick gesehen. Was ich da raushole, das seht ihr jetzt gleich, beziehungsweise ob ich das überhaupt rausholen werde, ist eher unwahrscheinlich, denn ich glaube nicht, dass ich mich von diesem Schrank trennen kann, aber wir werden sehen. Denn es ist gar nicht so einfach, sich jetzt von diesem Paket hier zu trennen, weil ihr kennt es sicherlich selber, ihr sitzt am Frühstückstisch, ihr schaut jeden Morgen auf diese schöne Vitrine. Es fällt dann einfach einem extrem schwer, sich davon zu trennen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in meinem Leben noch ein zweites Mal solch ein Paket finden werde. Und diese Spiele, die da mit drin sind, die gibt es, glaube ich, in dem Zustand auch nur noch ganz, ganz selten. Und hätte mir, glaube ich, vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich Spiele im Wert von über 3000 Euro behalte, hätte ich dem Typen bestimmt einen Vogel gezeigt. Aber ihr seht selber, dieses Paket habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen da und es sieht überhaupt nicht so aus, als wenn ich verkaufen würde. Und jetzt fangen wir an, welche Spiele mit drin sind. So, kommen wir nun zu den ersten zwei Sachen, die in dem Paket mit dabei waren. Und zwar zwei Big Boxen.
Terranigma und Secret of Mana. Dieses Spiel kannte ich beispielsweise noch nie, dieses Spiel habe ich schon gesehen. Und alleine mit diesen beiden Spielen habe ich schon wieder den Wert raus des ganzen Paketes, denn diese Spiele werden aktuell für jeweils 120 Euro gehandelt. Das heißt, 240 Euro habe ich damit wieder raus. So, wir fahren fort mit drei weiteren Spielen, und zwar mit Kirby's Fun Pack. Dieses Spiel wird aktuell auch für knapp 80 bis 90 Euro gehandelt. Der Zustand ist auch wirklich stabil, muss man sagen. Dieses Spiel, Final Fight 3, wird aktuell sogar für 110 Euro gehandelt. Damit habe ich auch wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass dieses Spiel so viel bringen wird. Und Airform Gym hatte ich erst letztens für die Sega gehabt, und dieses Spiel geht auch für 70 Euro. Und die wirklichen Kracher, die kommen jetzt erst noch. Passt auf. So Leute, kommen wir jetzt zu den drei Spielen, die wahrscheinlich vom Wert am teuersten sind und auch wirklich noch sehr, sehr selten zu finden sind. Fangen wir an mit Castlevania Vampire Kiss. Allein vom optischen Design her finde ich dieses Spiel extrem ansprechend, weil ich persönlich habe noch nie eine SNES-Verpackung in Lila gesehen. Auch sonst, auf eBay werden die Spiele zwischen 500 bis 700 Euro gehandelt, und in dem Zustand habe ich auch noch gar keins gesehen, muss ich einfach mal sagen. Ich will das auch gar nicht jetzt aufmachen, vielleicht mache ich noch mal ein extra Video da in meiner Instagram-Story, ein Video, wo ich das öffne, aber jetzt bin ich bestimmt zu tollpatschig und ich werde bestimmt die Verpackung einreißen, und das ist mir gerade aktuell nicht wert. Auch wirklich ein ziemliches Highlight ist dieses Spiel, Super Turrican 2. Man sieht auch die Preise, die früher dran waren, wirklich teuer. 130 D-Mark konnten sich, glaube ich, nicht viele leisten. Ich auch nicht. Ja, jetzt habe ich dieses Spiel hier für einen wirklich super günstigen Kurs gefunden. Diese Spiele werde ich auch niemals mehr hergeben. Und als drittes ist auch dieses Spiel ein wirkliches Highlight. Ich kannte das Spiel nicht. Viele der Sammler werden sich bestimmt denken, boah, hat der Junge jetzt ein Glück, dass er solche Spiele in seiner Sammlung hat. Ja, muss ich auch wirklich zugeben, es ist glücklich. Und ich bin auch wirklich sehr froh darüber, sowas gefunden zu haben. Denn dieses Spiel wird auch aktuell für 300, 370 Euro gehandelt. Der Zustand ist auch einwandfrei. Ich würde die echt gern mal bewerten lassen, und es wäre mal interessant, was für eine Wertung sie kriegen würden. So Leute, jetzt kommen wir zum absoluten, absoluten Highlight. Da fehlen mir echt die Worte, dass ich sowas hier besitze und sowas gefunden habe. Und zwar eine Super Nintendo, noch in OVP in der Donkey Kong Edition. Ich hatte versucht, diese Super Nintendo irgendwo auf eBay, eBay Kleinanzeigen oder sonst wo zu finden, und ohne Erfolg. Also ich konnte keinen Wert herausfinden, was solch eine Super Nintendo eigentlich an Wert besitzt mit der Originalverpackung. Ich habe eine ähnliche Super Nintendo gefunden, beziehungsweise eine Verpackung. Die wird aktuell für 1200 Euro angeboten, aber ich finde die doch nochmal deutlich ansprechender. Und der Preis für die, vielleicht könnt ihr es erkennen, lag einfach mal bei 2000 D-Mark. Also das ist schon ein Haufen Geld, als ich das meinen Eltern gezeigt habe. Als ich das meinen Eltern gezeigt habe, konnten die es auch nicht glauben, dass sowas mal 2000 D-Mark gekostet hat. Also sowas ist wirklich sehr, sehr selten zu finden. Und das wird auch einen Platz bei mir finden, wie kein anderes Stück in meiner Sammlung. So, und es geht noch weiter. Das ist längst noch nicht Ende im Gelände. Super Mario All-Stars war auch noch zweimal da. Und mir fällt jetzt einfach schon mal spontan ein, weil wir haben gerade eben die 500 Follower auf Instagram geknackt, dass ich dann ein Spiel von den beiden verlosen werde. Schreibt mal einfach in die Kommentare, welches Spiel ihr am besten fandet, was ich in diesem Paket hier gefunden habe. Oder vielleicht auch die Konsole, wie ihr wollt. Und dann suche ich mir jemanden raus, und der kann sich dann über eines dieser beiden Spiele freuen. Ich denke, das ist eine coole Sache. Ich habe ja für alles nur 240 Euro bezahlt, also kann ich mir das locker leisten, jetzt nicht abgehoben. Soll das klingen, dass ich einen so einen Teil verlosen kann. Deswegen geht es jetzt einfach mal weiter. Es gab noch weitere Mario-Spiele in dem Paket. Und zwar Super Mario Kart. Und der Zustand ist auch hier wieder wirklich einfach überragend. Also da kann man echt nicht meckern, was das für einen Wert hat. Ist unvorstellbar. Und dass man sowas alles für 240 Euro findet, ist echt ein Glücksfall, den ich nicht oft habe. Dann gab es auch noch dieses Spiel hier. Dann gab es auch noch Super Mario World, ist auch ein stabiles 50-Euro-Spiel. Der Zustand ist hier auch wirklich noch voll in Ordnung, kann man nicht meckern. Dann gab es natürlich auch noch Zelda dazu. Wer schon Mario sammelt, der hat wahrscheinlich auch Zelda da. Auf jeden Fall dürfen wir auch nicht die zwei Donkey Kong-Spiele vergessen. Natürlich, zur Konsole gehören auch die Donkey Kong Country-Spiele dazu. 2 und 3 waren mit dabei. Die Nummer 1 vermisse ich irgendwie, obwohl die auf den Fotos mit dabei war. Vielleicht muss ich nochmal die Konsole aufmachen und nochmal richtig reinschauen, weil bis jetzt habe ich mich noch nicht ganz getraut.
die richtig aufzumachen und anzuschauen, da sie mir zu wertvoll war. Und ja, das sind auch zwei Spiele, die so ungefähr für 30 bis 40 Euro gehandelt werden. Die Zustände sind auch einwandfrei. Boah, der Haufen türmt sich hier. Ich habe Angst, dass das hier alles runterfällt. Das Coole war auch, dass in vielen Paketen, beispielsweise in dem, war auch noch ein Poster mit drin. Ich hatte auch gesehen, dass in einem Super Mario auch noch ein richtig, richtig cooles Poster mit dabei war. Hier sind echt noch eine Menge Spiele. Viele kenne ich auch gar nicht. Ihr kennt euch sicherlich, also ich bin mir zu 1000% sicher, dass ihr euch besser auskennt. Ihr könnt einfach mal reinschauen und eure Meinungen in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Spielen haltet und was euer Favorit ist. Ach ja, ganz cool fand ich auch noch, dass es einen Super Nintendo Controller gab in der OVP. Der Preis war mal 35 D-Mark. Aha, interessant. Und der Zustand ist wirklich, als wenn der noch nie ausgepackt wurde. Auf eBay werden die aber aktuell nur für ca. 20 Euro gehandelt. Ich hätte persönlich gedacht, dass die bestimmt 40, 50 Euro wert sind. Aber nein, dem ist nicht so. Ein schönes Ding, muss man einfach mal so sagen. So, und es hat immer noch kein Ende. Es sind ja insgesamt, glaube ich, 28 Spiele gewesen. Und ich habe, glaube ich, die Hälfte haben wir schon. Und zwar gibt es hier noch Weaponlord, auch ein ziemlich schönes Spiel, was auch nicht günstig ist, muss man sagen. Ist bestimmt ein super spannendes Spiel. Hier seht ihr, wie man das spielen kann. Lul, keine Ahnung. Ein Highlight, was ich noch nicht präsentiert hatte, war Castlevania 3. Dieses Spiel bringt auch knapp 80, 90 Euro. Und der Zustand ist hier ebenfalls noch sehr, sehr schön. Ja, jetzt zeige ich euch einfach mal im Schnelldurchlauf noch die weiteren Spiele, die mit dabei waren. Sonst zieht sich dieses Video noch bis morgen und ihr habt sicherlich auch noch Besseres zu tun, als euch meine Spiele anzuschauen. Deswegen mal im Schnellformat alle Spiele. Von meiner Seite aus, hat mir echt viel Spaß gemacht. Ich hätte auch gerne noch weiter euch Spiele präsentiert, aber es war jetzt mehr als genug. Jetzt ist meine Aufgabe, diese Spiele wieder in die Vitrine einzusortieren, aber darauf habe ich auch wieder richtig Bock, damit alles ordentlich und clean ausschaut. Ansonsten noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, wie die meisten ja wissen und auch in den Storys sehen, poste ich ja mal sehr viel aus dem Großhandel, da ich ja dort auch schon seit einigen Jahren jetzt unterwegs bin. Und wenn jemand von euch Bock hat, auch auf Kilo-Basis beispielsweise Fashion oder Schuhe einzukaufen, dann meldet euch bei uns auf Instagram und dann laden wir euch in unsere Premium-Gruppe ein, wo wir alle Tipps geben, wie man da einkaufen kann und wie man dort auch ein bisschen Geld verdienen kann. Weil dort kann man wirklich, ich kann es so persönlich sagen, ob man es mir glaubt oder nicht, man kann gutes Geld verdienen. Und ja, das war's von mir aus auch schon wieder und wir geben zu Patrick ab. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, ich komme immer noch gar nicht klar. Alter, was hat der für Sachen gerade in die Kamera gezeigt? Sowas habe ich noch nie irgendwo gesehen. Dieses Spiel in den OVPs, dieses Vampire Kiss für 700 bis 800 Euro, das ist ja unfassbar. Die Super Nintendo würde ich auch niemals verkaufen. Die würde ich mir auch direkt hier irgendwo hinstellen. Mega geil. Ich gönn's Daniel. Ich hoffe, ihr gönnt auch uns den Fund. Vielleicht versteht ihr das, dass wir die Sachen immer suchen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Natürlich davon werden wir mega viele Sachen behalten. Oder auch Daniel hat er ja schon gesagt. Und verlosen ja sogar was. Also ihr kriegt sogar was zurück. Deswegen gebt bitte den Daumen nach oben hier unten irgendwo. Und ich glaube, ihr müsst ja einen Kommentar schreiben, hat Daniel gesagt. Ja Leute, es wird immer so weitergehen. Nächste Woche kommen wieder Flohmarktaufnahmen, richtig geile Aufnahmen. Es geht ja wieder los mit der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit. Was gibt's zu sagen? Drückt gerne auch mal auf Abonnieren, wäre auch mega cool. Und dann bleibt ihr immer dran und ihr verpasst nichts. Und ja, ich danke euch fürs Einschalten, Leute. Bleibt gesund und schöne Woche euch. Ciao, ciao.